Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich an einem herrlichen Freitag im Herzen von Europa. In meinem kleinen Lego-Liedchen. Moment, das bin ich gar nicht. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Genshin Impact. Und meine Freundin bastelt irgendwelche Sachen. Es sind Kisten. Wir haben noch eine Menge zu tun, das Event ist noch lange nicht zu Ende und wir sind hier immer noch im Endstadium dieses ganzen Gedöns. Wir sind in der dritten Runde, ich wollte eigentlich die Quest schon längst angenommen haben und abgeschlossen haben, ist aber irgendwie nicht so ganz gelungen. Deswegen mache ich das jetzt langsam, aber sicher, eins nach dem anderen, Ziel verfolgen. Wir sind immer noch beim, wie heißt das, Neujahrsfest, Laternenfest, Laternenritual, Laternenritual. Und ja, hier ist einiges passiert. Ich habe Post bekommen, warum auch immer ich Post bekommen habe. Ui. Die Post bekommen. Ja, nehme ich doch alles entgegen. Genau, das Web-Event habe ich auch gemacht, aber ich habe dafür die Post schon eingesammelt. Genau. Wir sollen darüber laufen. Leuchtschirm. Ach Mensch. Ups. Natürlich die beste Quest. Schwierige Quest, aber doch irgendwie ziemlich cool. Ich wette, das Klacken hört man die ganze Zeit im Hintergrund. Sie hat noch vier Ecken, sagt sie. Drei Ecken, zwei Ecken. Ein Zweieck gibt es nicht. Sagt sie. Wie viele Primogems haben wir während des Web-Events bekommen? Ich habe gar keinen bekommen. Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, ich habe gar keine bekommen. Nein, ich habe nicht alle Laternen zum Fliegen gebracht. So, aber weiter in diesem Programm. Wenn du es probieren willst, komm wieder, wenn es dunkel ist. Na gut, okay. Dann komme ich halt eben wieder, wenn es dunkel ist. Wenn ich gleich Arschloch sagen. Das war es 21 Uhr rum. Da, schon besser. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt geändert hat. Dieses Event. So, probiere den Leuchtschirm aus. Klar, hast du noch ein Bild? Aber sicher. Und da du dir vorigen so schnell gelöst hast, warten jetzt die schwierigsten Laternen auf dich. Okay. Es gilt das gleiche Prinzip. Kombiniere alle drei Bilder zu einem Ganzen. Der Kniff liegt darin, dass sie diesmal miteinander verbunden sind. Hey, du wirst es schon sehen, wenn du es probierst. Diesmal handelt es sich um einen göttlichen Kranich. Sobald die Bilder ein Ganzes ergeben, kannst du dich auf die Schatzsuche begeben. Ja, goodie. Immer sehr gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Ah, drehe ich ein, drehen sich alle. Ach so. Ich habe jetzt mit komplizierteren Dingen. Es sind immer zwei miteinander verbunden. Ich verstehe. Okay, passt auf. Das ist nicht der Kranich. Danach kommt der Kranich. Hier ist der Kranich schon. Achso, dann sollte ich vielleicht erstmal mit dem hier anfangen. So, hier müsste der dann bei... Hier muss der Kranich zu sehen sein. Oh, lol. Was ein Zufall. So war es nicht geplant, aber hat irgendwie funktioniert. Alles klar, ich bin glücklich. So, jetzt können wir uns das Ding angucken und haben wieder drei neue Kisten. Hm, dieses Bild sieht aus wie ein Kranich. Aber wo sind die Hinweise auf den Schatz? Die sieht man doch. Sehr schön. Wir haben die Schätze, oder wir können jetzt zu den Schätzen und uns die jetzt nach und nach aneignen. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das hier ist auch so ziemlich mit die längste Quest von den Sidequests. Ich habe gehört, dass das letzte Pattern von den Sidequests ziemlich einfach sein soll oder ziemlich schnell gehen soll. Wobei das Kistensammeln, denke ich mal, noch so mit am längsten dauert. Hier diese
Dinger sollte ich mal mitnehmen. Die brauche ich früher oder später, später für Tagliatelle. Diese kleinen Seesternchen. Hey! Hey! Seestern liebt dich! Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier gleich noch absaufe. Oh, krass. Gibt's noch super viel Stuff. Und Gegner. Genau, hier irgendwo sollte es sein. Wir gucken auch gleich nach. Wir werden gleich noch von einem Gegner angegriffen, der hier durch die Gegend rollt. Kleiner Rolltorpedo hier. Oh, wo ist er denn? Da ist er. You're mine. No time to lose. A touch of frost. So, ein Fort. Ich schaue ich nämlich gar keinen Bock, du. Hässliches Etwas. Rollt dir durch die Gegend wie so ein kleiner Stahltorpedo. Wieso habe ich das Gefühl, dass gleich das Ding aufwacht? Okay, wir sind... Wo ist ein Gegner? Ha! Hat das gesagt? Hat er gesagt. Das Ding wacht auf. Aber dafür habe ich die Kiste. Hoppla. Der ist auch nicht ganz ohne. Das muss man auch wieder... Die sind zu zweit? Alter. Sei mal nicht so frech. Yikes! Wo kommen die auf einmal her? Das ist jetzt echt ein bisschen dreckig. Egal, wir kriegen das hin. Ich laufe nicht weg. Ich werde hier richtig hart mitkämpfen. Someone needs assistance. I don't care about. Yikes. Nein! Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich drücke sogar noch ausweichen. Mal eben schnell hier Bedo wiederbeleben. Schon lange nicht mehr passiert, dass mein Charakter gestorben ist. So. Noch freut er sich. Ich sollte auch ein bisschen, einfach mal ein bisschen aufpassen und... Alter! Gut, ich sollte vielleicht auch nicht unbedingt gerade dann Bedo rausholen. Diese Momente! This fucking moment! Ich... Ich drück noch eine Fähigkeit und es passiert einfach nichts. Das kotzt ja an. Und ich krieg jetzt erst manuell nicht geheilt. Sehr geil. So, dann muss ich jetzt erstmal kurz ein bisschen Action machen. So, wo sind denn jetzt eigentlich diese scheiß Gegner? Gerade eben sind hier noch drei gewesen. Jetzt lässt sich gar keiner von den Pennern mehr blicken, oder was? Ja, jetzt kommt die einfach aus dem Nichts, oder wie? Und so. Immer noch 40 Sekunden. Scheiß die Wand an! Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Amateur mistake. Neun Sekunden.
Okay. No time to lose. Yeah. Jetzt aber. Leave it all to me. Die gewonnen, so zerronnen irgendwie. So, den ersten haben wir, den zweiten haben wir. So, jetzt bist du nur noch gut dran. Hep. Na komm jetzt! Alles ist gut, alles ist gut. Kriegen wir das hin? So, mittlerweile sollte auch... 36 noch. No time to lose. So, oh ja. Hauptsache ein bisschen Zeit verschaffen. No time to lose. No time to lose. Ah. Upp. So, Bedo wiederbeleben. Und hoffen, dass der Dude jetzt hier gleich mal wieder an Land kommt. No time to lose. Yep. Ohne Worte. Vor allem, er kommt auch einfach nicht näher. Weißt du, wisst ihr was? Dann hau ich einfach ganz weit weg ab. So. Dann muss er ja irgendwann mal da runterkommen. Sag ich doch. Yeeks! Warum auch immer ich in seine Attacke gerade reingesprungen bin. Leave it all to me. So, kritische Momente. Nein! Und wieder so ein Moment mitten in die Attacke reingesprungen. Aber wo dreht der sich denn immer durch die Gegend? Da bin ich doch gar nicht. Kriegt man mal wieder eine Sekunde nicht hin. So. Aber wie versprochen, ich bin nicht weggelaufen. Ja, yeah. Jetzt mache ich mir noch selber Schaden. Egal wie kritisch es war. Aber geschafft ist geschafft. Darauf kommt es ja im Endeffekt an, ne? So. Zwei Kisten haben wir noch. Und dafür nehme ich hier diese Eier mit.
Ach ja, gut. Nee, jetzt nicht so ein Kampf auf engem Raum. Das ist ja noch ekelhafter. Okay, ich sehe da schon mal ein Glitchel. Das sieht aus, als würde der Fernseher gucken. Hi. So, das nutze ich mir gleich mal. Ich hole mal ein bisschen Lebenspunkte zurück. So, gleich sind meine Charaktere wieder aufgeladen. Ja. Moment, wo ist mein Hit gerade hingegangen? Sag doch Kampf auf engem Raum jetzt hier. Geil! Und dann kann man hier nicht mal raus aus der Ecke. Das ist ein richtig frecher Move gewesen, aber dafür ganz schön viele Champignons und sowas. Nein, ich will hier nichts kochen. Mann, hier. Hier steht nichts. Wer kommt denn eigentlich auf diese gemeine Idee? Oh, hier ist auch noch eine normale Kiste. Kommt eigentlich auf diese gemeine Idee, genau hier eine Kiste hinzustellen? Ja, sowas von frech. So, erstmal die ganzen Lebenspunkte aufgesammelt und hart erkämpft. Ja, Charaktere wieder geheilt und dann kommt er auf die Idee, so einen Roffelkopter machen zu müssen. Richtig unfair. Dann hat man halt eben irgendwie nur einen Bewegungsfreiraum von 50 cm oder so. Und dann versucht man so ein Kreiselviech irgendwie auszuweichen. Aber gut, ist ja zum Glück nur Bedo, die dabei Schaden bekommt. So, irgendwo hier soll dann... Oh nein. Oh, wieder so ein scheiß Feuercharakter. Ich habe keinen Feuercharakter, der dafür geeignet ist. Ich hätte ganz gerne einen Feuercharakter, der ein bisschen mehr liefert als, als Ember oder... Die anderen beiden. Also, Dillok, ja gut, Schaden hin oder her. Ja, Xian schießt mich tot, ist insgesamt eigentlich ganz gut. Jetzt kommt das große Aber. Sie kann halt eben ihre Feuerfähigkeiten, zumindest anfangs, nur dann machen, wenn sie... Also sie hat keine vernünftigen Feuerfähigkeiten. Man macht kaum Feuerschaden mit ihr und das macht halt eben... Das ist halt eben ärgerlich. Aber das Problem haben alle Zweihänder. Such dir einen aus. Schreib's in den Chat. Gitarre. Meine Güte, es ist mal wie sowas von so richtig Selbstgespräche, wenn jemand versuchen muss, mit dir nebenbei zu reden. Dann schreib's in den Chat. Ja, dann bist du selbst schuld, wenn du nicht in meinem Stream bist. Ist diese irgendwo hier? Hallo André! Ja, ich mache gerade wieder die Laternenquests. Ich suche gerade. Irgendwo muss es noch eine Fackel geben. Oh. Viel einfacher. Als erwartet. So, und her mit dem Stuff. Ah, hat ja gar nicht lange gedauert. Oh,
Heute war Pokémon Direct. Ging ja hart an mir vorbei. Was gibt es denn Neues? Gibt es was Neues über dieses wunderschöne MOBA-Game von Pokémon? Ich hab's noch nicht gespielt, aber tatsächlich finde ich die Idee gar nicht so verkehrt. Also ich bin kein Freund von MOBA, ganz sicher nicht. Aber irgendwie finde ich es ganz lustig, fand ich die Idee ganz cool. So, wie lief die Schatzsuche? Gut. Hab alle gefunden. Oha, du hast alle drei Bilder entschlüsselt. Beeindruckend. Hast du als Abenteurer solche Leistung vollbracht? Hat die Gilde ein besonderes Geschenk für dich. Siehst du diese Truhen? Öffne sie, der Inhalt gehört dir. Yes, endlich! Jupp. Für die anderen bleibt nichts übrig. Der Lohn des Abenteuers für dich. Wer es findet, darf es behalten. Also gut, hab noch ein frohes Laternenritual. Nice! Endlich, seit einer Woche will ich diese Kisten haben, die hier sind. Und endlich bekomme ich sie. Und es ist einfach nur Hammer, fancy, geil, wie viel das. Herrlich. Und ein Action-RPG im Pokémon-Universum. Das klingt wiederum hart interessant. Ah, oh, Diamant und Perl wird remastered. Oh, ist das geil. Ich fand die echt gut. Also, Diamant und Perl haben mir echt mega viel Spaß gemacht. Ja, Pokémon Snap interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Aber, oh, geil. Nee, ernsthaft, finde ich richtig gut. Herrlich. So, nächste Quest, würde ich sagen. Laternensegen, ich will ein berühmter Abenteurer werden. Sehr gut. Aber ein Action-RPG im Pokémon-Universum. Ich glaube, ich muss mir gleich echt nochmal die Announcement angucken. Nice, 5 Sternebogen ist schon sweet. Für wen? So, unser Kräutervorrat ist noch ziemlich knapp. Ja, ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Zu dieser Zeit des Jahres bereite ich immer ein bisschen mehr Medizin vor als sonst. Ich spreche nicht von irgendeiner besonders mächtigen Medizin, einfach das ganz normale Zeug zur Behandlung von Fieber und Verdauungsproblemen. Warum holst du dir nicht einfach ein Rezept von der Bubu-Hütte? Die Bubu-Hütte ist einfach zu weit weg. Von hier aus zum Hafen von Liebe zu gehen, dauert eine ganze Ewigkeit. Teleportier dich doch. Außerdem leben im Quincy-Dorf hauptsächlich Kinder und alte Leute. Sie sind keine Abenteurer wie du und können eine solch lange Reise nicht schaffen. Na gut, das stimmt schon. Aus diesem Grund habe ich vorsichtshalber ein paar Kräuter als Mittel gegen solch kleine Wehwehchen vorbereitet. Wenn jedoch jemand ernsthaft erkrankt, dann benötigen wir ordentlich Medikation, die wir nur von der Bubu-Hütte bekommen können. Aber ich hoffe, dass es nicht nötig sein wird. Wir reden später. Ich muss noch mehr Kräuter sammeln, die ich dann zurückbringe, um sie weiterverarbeiten zu lassen. Lasst uns helfen. Hä? Das würdet ihr wirklich tun? Das wäre toll. Ich hatte mir schon Sorgen darüber gemacht, wie lange ich wohl unterwegs sein würde. Lass mich mal sehen. Ich denke, ich brauche 3 verschiedene Arten von Kräutern. Eines davon ist Quinching, welches auf Berggipfeln wächst und sowohl nahrhaft als auch gut für die Verdauung ist. Das andere sind Wasserlilien, die an Flussufern gefunden werden können. Sie können zur Regulierung des Wasserhaushalts verwendet werden
Die Qualität der Wasserlilien, die an diesen Flussufern wachsen, ist am besten und dort pflücke ich meine auch für gewöhnlich. Die medizinischen Eigenschaften von Wasserlilien, die an anderen Orten wachsen, sind verglichen mit diesen blass. Und schließlich brauche ich Lotusfrüchte vom nahegelegenen Tümpel. Wenn sie zur Medizin verarbeitet werden, können sie dafür verwendet werden, die Nerven zu beruhigen und das Herz zu stärken. Das Ernten jedoch erfordert ein gewisses Maß an Training. Für die größte Wirksamkeit musst du sie zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens sammeln. Voll. Gut. Weiß Bescheid, aber vorher nehme ich mir den ganzen Kram hier mit. Da nach oben. Gab es da nicht direkt einen Teleportpunkt hoch? Ne, leider nicht. Ich glaube aber von dort komme ich relativ schnell hoch. Oder auch nicht? Oder auch doch? Gucken wir mal. Probieren wir es einfach aus. Hier sind Leitern. Leitern sind schon mal sehr gut. Ach nö. Wann ist ein Bedo schon wieder gestorben eigentlich? Ist sie gar nicht. Warum wird mir denn... Ich wollte gerade sagen, warum werden mir denn die Lebenspunkte nicht angezeigt? Aber das lag wahrscheinlich daran, weil ich Bedo die ganze Zeit angewählt habe. Oh, du nervst mich. Und den ganzen Weg nochmal. Aber jetzt ist zumindest Bedo wieder ordentlich ausgereichend geheilt. Jetzt ist alles gut. Und jetzt kommen wir da hoffentlich auch hoch. Wenn Bedo es schafft, über den Müll drüber, über den Müllberg drüber zu klettern. Zong! Behaupten, dort oben geht's weiter. Naja, klar, natürlich. Auf den Bergwipfeln hat es aber auch gesagt. Na gut, dann bleiben wir erstmal unten am Boden der Tatsachen. Jetzt aber. Hüpp. Ah, okay, das ist ziemlich hoch. Glaube ich, sollte jetzt nicht unbedingt hochhüpfen. Was geht ab? Genshin Impact geht ab. Und bei dir so? Ich hab schon wieder getan. Das ist so ein bisschen so ein Reflex. Oh. Büschchen klettern schadet nie. Nice. Bring mir welche vorbei. Ich hätte auch ganz gerne ein paar Burger. Burger? Schatz, Burger? Schatz möchte keinen Burger. Dann nehme ich zwei. Was? Sonntag gibt's Burger? Geil. Und es gibt Sonntagbürger. Ja, das mit Final Fantasy 7 habe ich mehr oder weniger mitbekommen.
Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe und was mich massiv gefreut hat, ist, dass es, dass es eine neue Episode von, also eine neue Episode von Final Fantasy 7 geben wird. Und zwar die Yuffie-Episode. Sah nach einem DLC aus. Und was ich richtig gut finde und mich richtig, richtig freut, ist, dass das, dass die eine Aufwärtskompatibilität für die physische, nee, für die, nicht für die physische, sondern für die digitale Final Fantasy 7 Version haben, rausbringen möchten. So, also wer die PlayStation 4 Version hat, der kann sich dann einfach die PlayStation 5 Version upgraden, zumindest was die digitale Version angeht. Und, oh, was ein Zufall, ich habe die digitale und die physische. Und dementsprechend kann ich, je nachdem worauf ich Bock habe, dann irgendwann, wenn ich dann mal eine PlayStation 5 haben sollte, auch das Remake auf der PlayStation 5 spielen. Also für einen gewissen Zeitraum. Aber ich werde diesen Zeitraum versuchen, so gut es geht, zu nutzen und das so schnell wie möglich machen, sodass ich dann halt eben die coolen, fetten Features von einer PlayStation 5 gegebenenfalls rechtzeitig haben werde. Es steht außer Frage, dass ich mir eine PlayStation 5 hole, weil es auf jeden Fall so zwei, drei Titel gibt, die ich hundertprozentig haben möchte. Einer davon ist, also auf jeden Fall zwei. Einer davon ist natürlich Final Fantasy 16. Ein anderer ist, ist Horizon Forbidden West. Und da bin ich auf jeden Fall mal super gespannt, wie das dann mit der Final Fantasy 7 Remake Version aussieht. Ich bin auch gespannt, wann der zweite Teil von Final Fantasy 7 Remake kommt und was er beinhalten wird. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die dass die nur bis zum gewissen, bis zu einer ganz gewissen Stelle das Spiel laufen lassen oder so. Ach, keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich will da keine nicht zu viel Spekulationen draus machen, weil das im Endeffekt ja dann doch nichts bringt. So. Ah, es war so klar. Aber ja, das ist, dass dann diese Yuffie-Episode, dass diese Yuffie-Episode dann wohl als ein DLC nochmal separat rauskommen soll. Ganz im Ernst, bin ich voll dabei, finde ich völlig in Ordnung. Also, ich fand, da habe ich mich, was war denn das? Bei der PlayStation 5? Stimmt, bei der PlayStation 5 Keynote von, einfach bei der PlayStation 5 Keynote, als sie Devil May Cry 5 nochmal vorgestellt haben mit, guck mal, die Spiel kommt jetzt auch für PlayStation 5 raus und, und mit neuen Leveln und so weiter und so fort. Und ich mir so dachte, ja, vielen, vielen Dank, dass ich mir dieses Spiel erst letztes Jahr gekauft habe, nur um dann weniger Content zu bekommen. Aber da haben sie dann auch gesagt, dass es wohl als DLC rauskommen soll. Also generell, es wird dieses Jahr unglaublich viel geiler Stuff rauskommen und ich guck schon die ganze Zeit, wann die PlayStation 5 endlich wieder zu bestellen ist oder zu kaufen gibt. So, und danke für die Hilfe, gern geschehen. So, hier jetzt erstmal. Achso, Moment. Muss ich da auch noch hoch mit der? Dachte mir, ich mache hier gleich beide Teile. Dann oder beide Quests. Hab ja ziemlich viel Zeit bei dem Kampf gegen diese beiden. Gegen diese drei unfairen. Das unfaire Trio liegen lassen. Muss ich da echt hoch? Ah.
Hier keinen einfacheren Weg? Ja, weiß nicht, das Tower Defense Gedöns. Mir wird immer gesagt, ich soll es mal machen, aber irgendwie. Ich bin kein Fan von Tower Defense tatsächlich. So, oh, erlaube mir, mich um diese Kräuter zu kümmern. Sobald ich fertig bin, kannst du sie mit zurücknehmen und damit beginnen, sie als Medizin weiter zu verarbeiten. Vielen Dank, wenn ich die Medizin jetzt doch nur noch etwas süßer machen könnte, sonst werden die Kinder sie auf keinen Fall einnehmen. Bist du zu dieser Zeit des Jahres immer so beschäftigt? Ja, ziemlich. Bedenke, dass es heutzutage im Quincy-Dorf nicht viele junge Leute gibt, deshalb helfen wir, wo wir können. Für diese paar Tage im Jahr etwas im Stress zu sein, ist kein Problem. Abgesehen davon war dieses Jahr dank deiner Hilfe schon mal viel einfacher. In den vergangenen Jahren musste ich viele Tage mit Kräutersammeln verbringen, ganz zu schweigen von der Zeit, die es dauert, sie dann zur Medizin zu verarbeiten. Okay, vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde diese Kräuter jetzt weiterverarbeiten und dann werde ich meine Laterne vorbereiten. Ich habe letztes Jahr fast vergessen, eine loszuschicken. Das darf dieses Mal nicht passieren. Was würdest du dir denn gerne wünschen? Dass alle im Quincy-Dorf gesund bleiben? Ja, sowas würde ich mir wohl wünschen. Aber Wünsche gehen nicht in Erfüllung, wenn man sie laut ausspricht. Deshalb bekommst du nicht mehr aus mir raus. Die sind für dich. Danke für deine Hilfe. Hehehe. Wisst ihr, was wir einfach machen? Wir gucken uns deren Laterne einfach an. Dann wissen wir, was sie sich gewünscht hat. Ich wünsche mir, dass alle dieses Jahr gesund bleiben. Na toll, danke. Einfach Quincy-Dorf in alles umgeändert. Goodie, dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder bei Genshin Impact.